Ja, moin moin. Ein sehr leichtfüßiger, wunderschöner Sommerroman ist wieder erschienen, beziehungsweise zusätzlich, muss man sagen, erschienen. Helen Wolf, Hintergrund für Liebe. Das Buch habe ich ja im Leseschatz schon besprochen, damals, als es schon im Weidle Verlag erschienen war, mit der wunderschönen Illustration von Kat Menschig. Jetzt gibt es das zusätzlich im Rowohlt Verlag in der kleinen, gebundenen Ausgabe. Helen Wolf beschreibt hier die Reise, beziehungsweise die Liebe einer jungen Frau, die mit einem 20 Jahren älteren Mann, der auch sehr vermögend ist, nach Frankreich reist, weil sie den braunen Nazi-Deutschland entkommen möchte, eine leichtere, sommerliche Zeit verbringen möchte. Helen Wolf erzählt ihr ihre eigene Geschichte, autobiografisch geprägt. Sie, Helen Mosel, später halt Helen Wolf, reist mit Kurt Wolf nach Frankreich. Kurt Wolf, ein bedeutender Verleger, der, auf den auch zum Beispiel die Kurt-Wolf-Stiftung zurückgreift. Alle unsere Kunden, beziehungsweise alle, die uns kennen, kennen auch diesen großartigen Prospekt. Die Stiftung, der wir auch viel zu verdanken haben. Helen Wolf war auch eine der bedeutendsten Verlegerinnen des 20. Jahrhunderts. Hat auch immer selber, als sie ihre Bücher verlegt hat, autobiografisch geprägte Werke als mindere Literatur tituliert. Deswegen ist dieses Buch nie richtig erschienen. Das haben wir dem Weidle Verlag halt zu verdanken, jetzt dem Rowohlt Verlag, dass wir die Möglichkeit haben, dieses wunderbare Buch zu lesen. Handelt halt von Helen Mosel, die mit Kurt Wolf nach Frankreich fährt. Er ein bisschen luxuriöseres Leben erwartet und ihr halt schöne Hotels zeigen möchte, etc. Sie aber einfach das einfachere Leben sucht, einfach sich zurückziehen möchte. Ein kleines Häuslein am Strand, ganz genügsam, wird ihr einfach reichen. So kommt es auch zu einem Zwist und sie macht das, was sie plant. Sie mietet sich ein kleines, bescheidenes Häuschen mit einer Katze und verbringt dort eine schöne Zeit und integriert sich in dieses Dorf, in dieses Leben dort und findet so auch zu sich und ihren eigenen Wünschen. Er selber natürlich nimmt wieder Kontakt. Wir wissen natürlich auch schon allein durch den Namensgebung, Helen Wolf, autobiografischer Roman, wird mit Kurt Wolf natürlich wieder zusammenkommen. Das sei schon mal erwähnt, nimmt aber den Spannungsbogen nicht weg. Das Tolle an diesem Buch ist einfach dieses feine, zarte Gespür für Sprache, für Erzählung. Fast schon sinnig wird hier alles erzählt. Man hat das Gefühl, man taucht durch den Text in Südfrankreich ein, durch die gastronomischen, durch die kulinarischen, kulturellen Erlebnisse, die sie hier an Worte bindet, macht dieses Buch zu einem Lesespaß, zu einer Lesereise und man einfach Helen Wolf etwas näher kommt und auch durch das Nachwort, was von einer Großnichte von Frau Marion Detjen geschrieben ist, nochmal einen guten Reigen einsteigt, was für eine bedeutende, wunderbare Frau das war, die halt viel für uns in der Buchwelt getan hat. Nochmal nachzulesen, meine Leseeindrücke auf leseschatz.com. Wie gesagt, über das Weidle-Buch, hier aber jetzt neu auf dem Markt, die kleine, feine Rowohlt-Ausgabe. Ich wünsche erlesene Stunden, viel Spaß, bis bald. Hauke Hader von der Buchhandlung Allen Schmidt und wie ich schon sagte, den Blog Leseschatz. Tschüss!